herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Schön, dass du zu mir gefunden hast oder auch wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Ja, ihr seht es oder du siehst es, ich habe hier ein Päckchen liegen. Ich habe, wie sollte es anders sein, noch einmal Bobbeln bestellt. Ja, und die sind hier drin. Das hier, was hier liegt, das war da auch mit drin. Das wollte ich euch zum Schluss zeigen. Aber das Päckchen ist schon offen, weil ich das rausgeholt habe, weil ich neugierig war und das testen wollte und probieren wollte. Und deswegen ist das Päckchen schon auf und das schon draußen. Ich habe es aber nochmal so ungefähr eingepackt, wie es bei euch ankommen würde oder wie es bei mir angekommen ist. Ja, also schieben wir das mal kurz rüber und schauen uns hier die Bestellung an. Ich habe bestellt bei der lieben Michelle. Das kommt auch noch kurz rüber. Und zwar in ihrem Etsy-Shop Miss Pipinella. Das hier ist das süße Thank You, was mit in meiner Bestellung war. Und das können wir uns ja mal anschauen. Das ist ganz goldig verpackt mit den Herzchen hier hinten dran. Süß. Schaut mal. Schön. Da bin ich ja Fan von sowas. Das finde ich toll. So, Maschenmarkierer. Und Traubenzucker, einen leckeren Tee. Dann schauen wir uns erstmal hier noch ihre Karte an. Sehr schön. Hier steht drauf, was ihre Leistungen sind. Das ist auch ein super netter Kontakt. Das ist ihr Etsy-Shop, wenn ihr es mit dem Handy, den QR-Code oder mit dem Tablet abscannt sozusagen, kommt ihr direkt zu ihr. Sehr schön. Das ist auch so ein bisschen hervorgehoben. Hier die Sachen. Schön. Ja, das. Ich schlage das gerade mal rüber, den Tee. Den Traubenzucker. Ein süßer Kugelschreiber. Da ist sogar noch der Minenschutz drauf für die Tinte. Toll. Sehr schön. Und dann hat sie hier noch ein kleines Achtung mit dazugelegt, wie sie ihre Bobbeln wickelt. Und das ist von den Fotos her, von den Farben her immer so ein bisschen einen kleinen Unterschied geben kann. Ja. Sehr schön. Als so eine kleine Information dabei. Finde ich super. So, das kommt auch kurz mal rüber. Und dann hatte ich bestellt einmal diesen, ich stelle das Paket mal kurz ein bisschen rüber. Dann kann ich euch das viel besser zeigen. Also so ein Projektbeutel. In diesem Projektbeutel, das ist auf ihrer Seite, gibt es einen Überraschungsbobbel mit dazu. Und der ist auch hier mit drin. Ich habe mir einmal hier diesen Beutel mit den schönen Rosen und den Kolibris ausgesucht. Und dann noch einen zweiten mit diesen grünen Blättern. Ich will immer sagen, das ist Eukalyptus, aber ich bin mir da nie so sicher. Deswegen sage ich einfach jetzt grüne Blätter. Die sind oben mit einem Zug. Und auch wieder aufzumachen. Sehr schön. Ihr kriegt alles rein. Ich krempel mal einen um. Hier, ihr seht es. Ja. Also die sind schon groß. Wenn ihr das jetzt im Vergleich zu meiner Hand seht. Da passt super viel rein.
Also Bobble, Projekt und Nadel und alles, was das Herz begehrt. Genau, die hatte ich bestellt und jeweils gab es da dazu einen Überraschungsbobble. Und dann habe ich noch zwei andere Bobble mitbestellt, ob man die, ja doch. Genau, schauen wir mal, welche Überraschungsbobble mit dabei waren. Einmal dieser hier. Ach, schaut mal, wie schön. Wirklich toll. Schöne Farbe. Ich finde das immer so süß. Das Filzherz ist immer mit abgestimmt auf den Bobble, den man bestellt. Das ist die Roswitha. Sie ist dreifädig und hat ca. 1000 Meter. Die empfohlene Nadelstärke gleich Anzahl der Fäden. Also das könnt ihr mit einer Dreier-Nadel ruhig häkeln. Hier ist nochmal ihr Etsy-Shop. Hier steht drauf 50% Baumwolle, 50% Polyacryl, 30 Grad waschbar. Ja, Trockner nicht geeignet, bügeln auf Stufe 1 oder den Punkt 1. Ja. Dann hier nochmal der schöne Korb mit der Wolle und den Blumen und Miss Pipinella. Da nochmal ihre E-Mail-Adresse. Wie gesagt, super schön. So, der hat ja jetzt 1000 Meter, circa. Seht ihr, und es passt rein. Und wir haben noch mal die Hälfte sozusagen übrig von unserem Projektbeutel. Ja, also toll. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ich mag ja so Beutel sehr, sehr gerne. Ja. Das lege ich den auch mal kurz ein wenig rüber. Dann holen wir mal noch den zweiten raus. Das ist auch, ja, ein Blau. Mit Glitzerfaden. Oh, toll. Der ist ja auch super. Ja, einmal hier auch Miss Pipinella. Laulan. Luan. Dreifädig, 1000 Meter. Ist auch schön mit der Gold, mit dem Goldstift hier drauf geschrieben auf die schöne Banderole. Mit dem Verlauf im Grün, sehr schön. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl und auch dreifädig. Wenn ihr den Glitzerfaden dazu nehmt, ist es wahrscheinlich sogar vierfädig. Also wenn ihr den mitzählt. Ja. Sehr, sehr schön. Also ich hatte jetzt hier bei diesem mit den Glitzerfäden, ich habe schon öfters Wolle von ihr gehabt, mit den Glitzerfäden gar kein Problem, es war super gewickelt, da hatte ich schon andere Garne, wo der Faden kilometerweit war und ja, also kilometerweit war er nicht, das ist jetzt übertrieben gewesen, Entschuldigung, aber es war dann schon so 10 cm Unterschied, da hatte ich dann den Glitzerfaden, wo dann so getrillert war am Garnverlauf. Ja, und der Glitzerfaden hat runtergehangen. So. Ich habe den dann immer so ein bisschen mit eingehäkelt. Ja, also es geht auch. Es ist nichts Tragisches, finde ich. Ja, die zwei sind so sozusagen die zwei Überraschungsbobbeln, die hier in den Projektbeutelchen mit dabei waren. Und dann habe ich mir noch zwei andere Bobbel bestellt. Ich glaube, einmal in 1000 Meter und einmal in 1500, ja. So, Kiste ist leer. Ich tue sie mal runterstellen. Und dann zeige ich euch zuerst ihn hier, den großen. Der ist so kunterbunt gemischt. Der ist fünffädig. Knuddelmuddel 3, 1500 Meter.
Aber ich fand die Farben jetzt sehr schön. Ich finde, die Farben harmonieren gut zusammen. Es sind Pastelltöne, sehr, sehr schön. Es ist ein Lila dabei, ein zartes, weiß nicht, Orange, ein zartes Beige, ein zartes Gelb. Also wieder sehr, sehr schön. Wie gesagt, fünffädig, auch 50% Baumwolle, 50% Polyacryl und ihre schöne Banderole. Den kann ich ja mal so ein bisschen rausholen, dann kann man das vielleicht besser schauen. Ihr habt da schöne, zarte Farben mit dabei. Und ihr habt immer den Anfang hier mit dem Herzchen. Wenn ihr aus der Mitte heraus stricken oder häkeln wollt, ist das wirklich toll. Wie gesagt, 1500 Meter hat er und ist fünffädig. Und dann habe ich noch ihn hier. Das ist Kuddelmuddel 8. Der ist auch fünffädig und hat 1000 Meter. Ihr könnt euch die Längen bei den Bobbeln aussuchen zum Teil. Also müsst ihr mal schauen, da gibt es immer Auswahloptionen. Und so wird es dann für euch gewickelt. Und falls nicht, könnt ihr sie garantiert auch mal anschreiben und fragen, wenn ihr mehr wollt oder weniger wollt. Also da kann man ja immer mal nachfragen. Also bei jedem Shop würde ich das dann tun. Nochmal ihre schöne Banderole. Wie gesagt, fünffädig, 1000 Meter, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Und der ist halt so ein bisschen kräftiger mit den Farben durch das Rosa. Das Pink und das schöne Blau. Ich finde auch, das ist ja sowas, das kann man dann überall hin anziehen. Auf alles auch vor allen Dingen. Auf eine blaue Jeans, auf eine schwarze Jeans, auf eine feine Hose. Je nachdem, wie man das möchte. Also finde ich auch sehr schön. Ich bin am Überlegen, weil meine Mama jetzt bald Geburtstag hat, ob ich ihr davon. Hier den mit den Pastelltönen, da ist sie eher der Fan von, ob ich ihr den schenke oder ob ich das da hinten kaufe und ihr schenke. Weil das ist eine Sache, das hat mir mega gut gefallen. Ich war schon die ganze Zeit auf der Suche, aber halt nach was Praktischem, was ich auch mal sozusagen mitnehmen kann und nicht zu schwer ist. Ich tue gerade mal die Bobbles rüberstellen und dann zeige ich euch das. Ups. Also wie gesagt, ich hatte es schon ausgepackt. Ich habe es auch schon in Gebrauch. Habe aber mein Projekt jetzt noch mal rausgeholt, weil ich dachte, ich wollte es euch wirklich so zeigen oder so ungefähr zeigen, wie es bei mir halt ankam. Es kommt super gut verpackt an oder kam super gut verpackt an. War bei der Kiste mit drin, hat alles gepasst, alles super. Und es kommt so mit einem extra Papier noch drumherum bei euch an. Und dann auch so. Moment, ich habe hier rüber. Könnt ihr damit schon was anfangen? Total schön, finde ich. Hier ist noch mal ein Tischlein drauf, weil noch ein Deckelchen dabei ist. Und ich glaube, ein Teil kann es jetzt schon erraten. Hier ist noch eine Sicherung drin gewesen. Auch noch mal ein gepolstertes Papierchen. Und hier seht ihr, Miss Pipinella. Super schön. Schaut euch das mal an. Also, ganz, ganz klasse. Von innen wie außen. Hier drin
ihr habt nichts, was hängen bleibt an eurem Garn. Und ihr bekommt auch so eine kleine Beschreibung mit dabei. Das ist eine Boppelschachtel, steht hier drauf. Hier habt ihr die Sachen, diese ist aus dem 3D-Drucker in zwei Designs, Variante 1, Variante 2. Ihr habt hier unten nochmal einen Hinweis wegen der Sonnenstrahlung. Nicht in die Spülmaschine, nicht in die heiße Sonne legen. Keiner großen Hitze aussetzen, also große Hitze. Ihr stellt das bitte nicht in den Backofen zum Beispiel. Aber ich meine, wer macht das auch schon? Entschuldigung. Und darauf achten, dass ihr es nicht runterschmeißt. Ja? Ja. Das ist sozusagen eine Boppelgarnschale. Ich war die ganze Zeit auf der Suche nach etwas, was ich aber auch mal mitnehmen kann. Es gibt ja viele Varianten, also die Keramikschalen, die Holzschalen. Aber irgendwie hat mir alles nicht so zugesagt. Und ich muss sagen, diese Schale ist super. Also ihr merkt es, ich bin da wirklich begeistert von. Ich habe die jetzt eine knappe Woche getestet, also hat sie dabei, habe sie auch mal mit zum Arzt genommen, in der Handtasche verstaut. Also ihr braucht eine große Handtasche. Ja, aber top. Ja. Ihr kriegt hier zum Beispiel eure 1000 Meter locker rein. Ja, also ihr seht es, da ist noch Platz. Ihr kriegt aber auch, das war ja jetzt ein Dreifachgarn, das hier ist 1000 Meter fünffach, geht auch da rein. Flup. Ja, perfekt. Ich meine, no. So, wenn wir jetzt die 1000 Meter hier drin haben, der Deckel geht drauf. Der hält auch, also den müsst ihr halt normal. Ist ein normaler Deckel. Ihr habt jetzt keinen Verschluss, aber ihr hört es, der ist schon gut drauf. So, ihr habt hier den Faden für euren Fadenlauf, Fadenführung. Perfekt. Ja. Ihr könnt aber die Deckel auch wechseln, also so ist das nicht. Wenn ihr sagt mit dem Projekt, nee, den Deckel möchte ich nicht. Wie ich jetzt beim Arzt war, hatte ich diesen Deckel. Ja. So. Und auch das hat funktioniert. Also wirklich schön. Eine schöne Bobbelschachtel. Ja. So. Es ist wirklich toll. Die hat sie auch in ihrem Etsy-Shop. Ich glaube, die wollte sie jetzt die Woche mal online stellen. Müsst ihr mal schauen. Also wie gesagt, ich bin sehr begeistert davon. Ich finde die wirklich, wirklich, wirklich schön. Und ich finde es vor allen Dingen toll. Man hat keine Ecken, keine Kanten, wo man hängen bleibt. Es kommt ja aus dem 3D-Drucker. Da war ich erst ein bisschen skeptisch und dachte, aber es ist toll. Also wirklich schön. Und wie gesagt, das hier hatte ich dann, mit dem Deckel hatte ich es mit in der Handtasche. Ja. Das Projekt hatte ich dann aber innen liegen. Da könnte ja, wenn das halt so, ja, habe ich da zugestopft gehabt. Es war noch klein. Ich meine, wenn es nachher größer ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber das ist auch kein Hindernis. Ja. Bin ich sehr begeistert von dieser Dose. Es ist stabil, es ist schön, es ist aber auch leicht. Also die ist keine schwierige Dose, keine schwere Dose.
vom Material her, sie ist wirklich schön. Und deswegen war ich da am Überlegen, ob ich nicht das vielleicht meiner Mutter zum Geburtstag kaufe. Und dann den zarten Boppel nochmal hole, aber dann nur in 1000 Meter. Oder ich guck mal nach, denn sie hatte auch einen Osterboppel drin, Osterspecial, der hat mir auch sehr gut gefallen. Den habe ich aber irgendwie beim Bestellen gar nicht so wahrgenommen. Deswegen könnte ich den vielleicht auch holen für meine Mama. Je nachdem, muss ich mal schauen. Da bin ich noch am Überlegen. Ja. Das war sozusagen meine kleine Bestellung bei der lieben Michelle, also bei Miss Pipinella, dem Etsy-Shop. Sehr, sehr schön. Ich freue mich. Ihr könnt ja mal stöbern gehen, wenn ihr möchtet, und euch die Sachen anschauen. Ja, und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.